Wie bin ich dazu gekommen, mich mit ADS, ADHS und diesem ganzen Projekt zu beschäftigen? Wie ich dazu gekommen bin, mich überhaupt dafür zu engagieren, Eltern, hilflosen Eltern zu helfen, können Sie auf meinem Blog sich anschauen. Aber wieso habe ich mich besonders mit ADHS beschäftigt? Ich habe in meiner Weiterbildung ganz viel Videotraining gelernt und geschaut, wie sich Kinder und Eltern miteinander in der Kommunikation auseinandersetzen. Und dabei ist mir irgendetwas bekannt vorgekommen im Verhalten der Kinder. Ich konnte denen so gut nachempfinden und habe bemerkt, wie viel Unverständnis dabei den Kindern gegenüber entgegengebracht wird. Und habe mich erinnert, wie viel Unverständnis meinem Verhalten früher als Kind entgegengebracht wurde, ob das in der Schule war oder im Umgang mit vielen Menschen. Und dabei ist mir aufgefallen, irgendetwas muss hier eben anders sein. Und als ich begonnen habe, mich mit diesem Anderssein zu beschäftigen, bin ich auf dieses sogenannte Krankheitsbild ADHS gestoßen. Und hier ist es mir dann so gegangen, wie einem Vater in meiner Weiterbildung, der gesagt hat, eigentlich dachte ich bin meines Sohnes wegen hier. Ja, und ich dachte auch, ich bin der anderen wegen in dieser Weiterbildung und in diesem Bedürfnis, mich darum zu kümmern, und habe gemerkt, dass es vor allen Dingen ein Beschäftigen mit mir selber war und ein damit heraus ein Verstehen, ein völlig anderes Verstehen. Und daraus resultiert für mich auch das Verständnis, dass ADS, ADHS nicht eine Krankheit sein muss. Denn tatsächlich habe ich mich trotz allem damit nicht krank gefühlt. Aber ich habe bemerkt, dass man damit krank werden kann, wenn man nämlich in Kollision mit der Umwelt und damit mit sich selbst und der eigenen Befindlichkeit gerät. Und wenn Sie weiteres darüber wissen möchten, dann gibt es hier einen Link. Dort können Sie sich eintragen und mehr erfahren.